Der Kopf hat seinen eigenen kleinen Golfschwung, könnte man sagen. Wenn du schon eine Zeit Golf spielst, dann ist dir sicherlich schon einmal untergekommen, dass jemand zu dir gesagt hat, lass doch den Kopf unten, schau nicht nach. Und vielleicht hast du es sogar schon mal versucht in einem Moment, als gar nichts ging. Das Problem an diesem klassischen Kopf unten lassen, so wie es die meisten Hobbygolfer verstehen, ist, dass man damit ja komplett seine Körperrotation abbricht und keine Geschwindigkeit erzeugen kann und auch keine Konstanz. Das schaut dann irgendwie so aus. Ja? Und das ist halt keine Golfbewegung. Ja? Das ist ein reines Zuschlagen der Arme dann. Und ja, nur deswegen, damit der Kopf unten geblieben ist, möchte ich so schwingen? Ja, wirklich nicht, oder? Jetzt glaube ich, dass es zwei Gründe gibt, warum das jetzt so komisch ausschaut im Golfschwung bei manchen Golfern, dass, als ob sie wirklich ihre Position verlieren würden und zu früh aufschauen. Und über das spreche ich jetzt in diesem Video. Und in diesem Video spreche ich auch von zwei Übungen, die du dagegen machen kannst. Egal, ob du es richtig machst oder nicht, das sind Übungen, die schaden mal überhaupt nicht, wenn man die in sein Programm aufnimmt. Aber jetzt beginnen wir mal ganz kurz damit, was der Kopf eigentlich im Golfschwung macht. Und zwar, ich möchte, dass du verstehst, dass der sich bewegt. Der hat einen eigenen kleinen Schwung. Und zwar macht der Kopf folgende Bewegung im Golfschwung. Ja, jetzt wirst du fragen, was soll das? Ich zeige es dir mal ganz kurz vor. Ich stelle mich jetzt hier hin, mache eine Drehung und jetzt siehst du, dass mein Oberkörper gedreht ist und mein Kopf zeigt jetzt nach links, sonst würde ich den Ball gar nicht sehen. Dann, wenn ich dann hier zurückkomme zum Ball, ist der Kopf wieder in der Mitte. Jetzt komme ich zum Treffmoment. Jetzt zeigt der Oberkörper schon in diese Richtung. Jetzt ist mein Kopf immer noch mehr oder weniger hier. Und erst dann bewegt er sich hier rüber. Das heißt, er ist nicht starr. Und was der Kopf noch macht, ist Folgendes. Er geht im frühen Aufschwung ein bisschen rauf normalerweise. Ab der zweiten Hälfte des Abschwungs bis in den frühen Abschwung hinein geht er hinunter. Und da sieht man zum Beispiel sehr gut bei Tiger Woods zum Beispiel, dass er dann am Schluss sehr stark bei manchen Longhittern so richtig rauf geht sogar. Das heißt, er bleibt auch nicht mal in derselben Ebene. Also der Kopf dreht sich und er geht rauf und runter. Rauf und runter geht aber natürlich nicht deswegen, weil ich die Wirbelsäule rauf und runter strecke, sondern weil der Körper diese Aktionen macht. So, jetzt kommen wir zu den zwei Gründen, warum das häufig so aussieht, als ob man aufstehen würde. Das erste ist mangelnde Seitneigung nach rechts im Treffmoment. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ich in den Treffmoment reinkomme, dass die rechte Schulter nicht tief genug ist. Wenn es die rechte Schulter zu weit oben ist, siehst du sofort, bewegt sich auch der Kopf hinauf und man hat diesen visuellen Eindruck, als ob man aufsteht. Was ist der Hauptgrund für zu wenig Seitneigung nach rechts? Erstens einmal, dass man es nicht weiß, dass man sich einen Golfschwung nicht in einer geneigten Position per se vorstellt. Aber der zweite häufige Grund ist, weil man den rechten Ellbogen exzessiv und viel zu früh komplett durchstreckt. Und zwar passiert dann Folgendes. Wenn ich den rechten Arm zu früh durchstrecke, dann komme ich mit der rechten Schulter nicht am Boden. Wenn ich jetzt den rechten Ellbogen beuge, und je mehr ich ihn beuge, siehst du, dass auch die rechte Seite immer tiefer geht, desto mehr bekomme ich ja dann auch diesen Look, als ob ich noch immer in dieser inklinierten Achse hier bin und nicht hier. Das heißt, als erste Übung möchte ich, dass du Folgendes probierst. Du nimmst bitte einen Schläger, ich habe in dem Fall einen Driver, kann ein anderer Schläger sein, und du gibst die linke Hand in den rechten Ellbogen hinein. Und du beugst den rechten Ellbogen, so ungefähr, ja, so 20 Grad. Und ich möchte, dass du jetzt nur ein paar Zentimeter ausholst und schaust, dass das wirklich auch so bleibt und gehst einmal in den Treffmoment hinein. Und spürst einmal, aha, so fühlt sich der Körper an und du merkst auch, die rechte Seite ist dann auch tiefer. Und erst dann, wenn du durch den Ball durch bist, möchte ich, dass du jetzt anfängst, den rechten Ellbogen zu strecken. Du beugst ihn ganz leicht, den Ellbogen, hältst dir fest, machst kleine Bewegungen und dann streckst du. Das ist eine Übung, die kann überhaupt nicht schaden. Der zweite Grund, warum man diesen Look bekommt, dass man frühzeitig aufsteht,
ist die sogenannte Early Extension. Das heißt, wenn man hier im Abschwung ist, dass das Becken sich exzessiv in diese Richtung bewegt oder der Oberkörper retour geht. Die Early Extension ist ein Phänomen, das hauptsächlich von der Art und Weise, wie man den Boden in Golfschwung benutzt, kommt. Und zwar ist es meistens so, dass wenn man im frühen Abschwung ist, dass man den Druck auf beide Zehenspitzen hat und schon bereits losspringt, ja? Also viel zu früh. Das schaut dann meistens dann so aus. Ja? Häufig geht dann auch einher, dass dann der Schläger zu früh ausgelassen wird, man den Lag verliert und andere Probleme. Und wenn man das eben so macht, das so hier macht, ja, dann kriegt man diesen Aufsteh-Look. Jetzt zeige ich dir noch eine Übung, wie du das spüren kannst oder verbessern kannst. Und zwar, du nimmst jetzt den Driver, du gibst ihn hier quer über die Brust und hältst ihn hier fest. Dann gehst du bitte in eine Anschwungsposition, schwingst auf, jetzt geht der Schlägerkopf nach hinten. Und jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst, da unten liegt der Ball und du möchtest versuchen, mit dem Schlägerkopf den Ball zu treffen. Ich komme natürlich nicht ganz hinunter, aber ich versuche es. Ja? Und wenn du das richtig machst, ja, dann siehst du hier, dass du einerseits einmal hier dein Becken jetzt weiter hinten hast und andererseits auch die rechte Seite weiter runter bekommst. Und wenn du das Gefühl dann hast, kannst du dich mal hinstellen und versuchen, das in einen Golfschwung zu machen. Wichtig ist es aber dabei zu verstehen, sobald du den Ball getroffen hast und die rechte Seite tief ist, ist es wichtig, dass du wieder die Seitneigung verlierst, weil sonst bekommst du zu viel Druck auf die Wirbelsäule. Versuche mal diese beiden Übungen aus und lass mich unten in den Kommentaren wissen, wie es dir dabei ergangen ist. Möchtest du mehr über die Gewichtsverlagerung im Golfschwung wissen und über die Körperdrehung, dann habe ich hier oben eine Playlist zusammengestellt mit einigen interessanten Videos, wo ich erkläre, wie der Bodendruck funktioniert im Golf, wo man hinverlagert, wann und so weiter. Und diese Videos solltest du dir unbedingt anschauen und ich hoffe, dich dann drüben auf der anderen Seite zu sehen. Tschüss!